Habt ihr sowas hier zu Hause? Oder vielleicht auch so eins? Warte mal, ich habe hier noch was. Sowas hier. Oder hier eins mit Bildchen drauf. Vielleicht aber auch so ein Turnbuch oder so ein Turnbuch. Na scheiße, das ist ja genau das Gleiche. Dann habe ich sowas nochmal hier in ein bisschen größer. Ich habe es auch nochmal in Fancy. Worauf ich hinaus will, habt ihr eigentlich ein Turnbuch? Und wenn nein, warum eigentlich nicht? Darum geht's heute. Ja, so viele Bücher zu besitzen, um seine Touren zu dokumentieren, das klingt irgendwie für viele Leute nach, ja, Quatsch. Aber warum ist es eigentlich Quatsch? Und warum gibt es eigentlich in jedem Buchgeschäft solche Bücher? Das hat ja irgendeinen Grund. Ja, das hat tatsächlich einen Grund. Und der Grund ist überhaupt nicht Quatsch. Wenn wir uns anschauen, was Gipfelbücher ursprünglich mal waren, dann sind das vor allen Dingen Werke der Dokumentation. Und das war früher richtig, richtig wichtig. Denn als wir noch keinen Computer und Laptop und Handy hatten, wo wir alles eintragen und einspeichern konnten, da mussten die Leute irgendwie festhalten, vor allen Dingen anhand der Uhrzeit, als es noch gar kein Kartenmaterial gab, wie ihre Touren eigentlich verlaufen sind. Was sie auf ihren Touren gesehen haben, wo sie oben waren, wo sie ihre Gipfelkreuze aufgestellt haben oder Spuren hinterlassen haben oder vielleicht kleine Steinmännchen gebaut haben. Das alles war irgendwie wichtig zu dokumentieren. Denn wenn man nicht wusste, wo man genau, auf was für einem Berg man genau stand, dann musste man irgendwie festhalten, wo man gerade war. Das ist der Ursprung der Tourenbücher. Ich rede jetzt nicht von Gipfelbüchern, die oben an einem Gipfelkreuz hängen, sondern die Dinger, die wir eben selbst zu Hause haben oder halt eben nicht. So, das wäre damit schon mal erklärt, woher diese Dinge eigentlich kommen. Viel spannender ist aber eigentlich, was daraus über die Zeit wurde. In den 80er Jahren waren diese Gipfelbücher ursprünglich gerade für solche Weitwanderwege und so Pfade, denen man nachgegangen ist, eine interessante Idee zum Sammeln von Stempeln. Früher wurden beispielsweise auch noch Bilder in solche Gipfelbücher und Tourenbücher eingeklebt und dann gab es immer einen Stempel von den Hütten und das wurde über die Zeit zu einer Tradition. Gerade in den 90ern war das ein ganz großes Thema, dass jede Hütte, die man jemals besucht hat, einen Stempel hatte. Auch gute, coole Points of Interest in den Bergen hatten ebenfalls so kleine Boxen, wo ein Stempel drin war, zum Beispiel auch Gipfelkreuze. Das alles ist aber irgendwie wieder verschwunden. Oder kennt irgendjemand noch jemanden, der regelmäßig seine Stempel sammelt? Richtig. Gerade die Jüngeren unter euch werden davon gar keine Ahnung haben und sitzen gerade neben ihrer Excel-Tabelle und fragen sich, was Opa hier gerade im Fernseher erzählen will. Diese Tourenbücher sind tatsächlich in den letzten 10, 15 Jahren ein bisschen, naja, obsolet geworden. Aber das ist auch irgendwie schade. Tatsächlich, sie sind nicht mehr relevant in dem Sinne, dass wir sie absolut brauchen, damit wir in den Bergen sicher unterwegs sein können und unsere Informationen irgendwie teilen können. Das ist vollkommen richtig. Sie sind sicherheitsrelevant? Nicht. Aber sie sind immer noch praktisch und vor allen Dingen, dazu komme ich aber gleich nochmal, ein großer Nostalgiefaktor. Praktisch sind sie deshalb, weil wir ein lokales Dokument gedruckt, wie man das in Deutschland nur noch von Ämtern kennt, wo man alle seine Informationen über eine Tour gespeichert hat. Interessant ist das vor allen Dingen deshalb, weil wir perfekt nachvollziehen können, zu welchen Bedingungen, in welcher Zeit, welcher Berg wie aussah. Ob ihr eure Informationen dabei in ganzen Sätzen schreibt, Aufsätze schreibt, 5 Seiten pro Tour benutzt oder nur 3, 4 Worte dazu findet, ist vollkommen zweitrangig. Ob ihr nur Wanderungen oder nur Touren, die wirklich spannend waren, eure Highlights und so weiter wo reinbringt, das ist vollkommen zweitrangig. Das Gipfelbuch ist ein Ort, wo man sich selbst ausleben kann und wo man selbst entscheidet, was drinstehen darf und was nicht. Es ist im Prinzip wie ein Tagebuch für Bergsteiger. Und heute ist das Tagebuch genauso freiwillig wie das Tourenbuch. Und jedes Tourenbuch sieht auch vollkommen anders aus und jedes Tourenbuch wird von wem anderen dann wahrscheinlich auch wieder ganz anders wahrgenommen. Die Funktion des Tourenbuchs ist also folgende: Wir können all diese Informationen nachvollziehen, wenn wir beispielsweise eine Frage gestellt bekommen. Ein Bekannter, der Onkel vom Schwager, von der Nichte des Cousins, kommt zu euch und fragt euch, weil ihr ein sehr renommierter Bergsteiger in eurer Familie seid, ob ihr schon mal die Tour XY gemacht habt und wie die so war. Jetzt ist die Tour aber schon 5 Jahre her.
Und deswegen könnt ihr euch nur noch so semi-gut daran erinnern. Und dann schaut ihr in eurem Tourenbuch nach und da steht dann drinnen, ja, da ist ein Gletscheraufstieg und auf diesem Gletscheraufstieg ist alles sehr unschwer und oben ist ein bisschen eine felsige Passage und dann ist man schon am Gipfelkreuz und blabliblub, das steht da alles drinnen und das könnt ihr ihm dann sagen. Ihr habt eure Erinnerung nicht einfach verloren und abgelegt, sondern ihr habt irgendwo etwas dokumentiert, was euch weiterhilft. Das Zweite, was daran sehr, sehr interessant ist, ist, dass sich diese Dinge, diese Bedingungen, die ihr da hattet, sehr, sehr anders darstellen können, wenn der Onkel des Schwagers, der Nichte des Cousins jetzt tatsächlich dorthin geht. Weil 5 Jahre eine lange Zeit sind und viel vom Gletscher beispielsweise abgeschmolzen sein kann. Vielleicht, weil aber der 18. Mai 2013 ganz anders aussah als der 18. Mai 2018 und deswegen vielleicht viel mehr oder viel weniger Schnee liegt. Das ist alles wahnsinnig interessant und vor allen Dingen für Leute, die sich damit länger auseinandersetzen, wie es zum Beispiel unseren Gletschern geht, sind solche Informationen auch richtig wertvoll. Wer also die Entwicklungen der Berge über die Jahre tatsächlich beobachten und festhalten will, der kann das ausschließlich mit Dokumentation. Und das Wichtigste, das Allerwichtigste, das Wichtigste an dieser Dokumentation in den Büchern, und ich weiß, das ist jetzt eine sehr subjektive Sache, aber auch ich kann mal etwas Subjektives und was Persönliches von mir hier teilen. Das Wichtigste für mich an diesen ganzen Büchern ist, wenn ich sie aufmache und wenn ich sie richtig rumhalte, wenn ich sie aufmache und was reinschreibe, dann ist das eine erneute Auseinandersetzung mit meiner Tour. Und das ist manchmal was wirklich Schönes. Es klingt wahnsinnig profan und es klingt langweilig und fast schon philosophisch, aber es ist verdammt richtig. Wenn ich anfange, die Dinge zu dokumentieren und handschriftlich mit einem wunderschönen Stift oder auch einem nicht so schönen Stift zu dokumentieren, dann habe ich den Mehrwert, dass ich mich damit nochmal auseinandersetze, nochmal an die schönen und schlechten Momente denken muss an der Natur und erst dann kann ich mit der Natur auch wirklich abschließen und vielleicht auch den ein oder anderen Schluss daraus ziehen, der mir zukünftig was weiterhelfen kann. Die erneute Auseinandersetzung mit einer Bergtour, die man abgeschlossen hat, oder einer Klettertour oder sonst was, ist wahnsinnig hilfreich für die eigene Karriere als Bergsteiger. Und noch dazu kommt, dass dieses handschriftliche Festhalten etwas viel haptischeres und realeres hat, als wenn ich den ganzen Kack einfach nur in eine Excel-Tabelle schreibe und irgendwann, weiß ich nicht, ist die Excel-Tabelle halt einfach wieder weg oder hat sich nicht vernünftig an die nächste Version von Excel angepasst oder sonst was. Ein Buch ist irgendwie natürlich was Altmodisches und was Altbackenes und das sieht man diesen Dingern auch an und man kann sie auch in moderner kaufen und so weiter. Und man kann sie mit super vielen Zusatzinfos und formularartig kaufen oder man kann sie halt komplett leer kaufen. Alles eine Frage der eigenen Präferenz und das alles kann man auch in einer Excel-Tabelle gestalten. Aber nichts geht über ein haptisches Buch hinaus. Das ist meine persönliche Meinung und deshalb möchte ich, dass sich möglichst viele Menschen diese Tourenbücher zulegen. Also nicht diese, ich habe keine Ahnung von was das ist oder von wem. Ich kann auch für niemanden Werbung machen, weil ich habe 5 Millionen verschiedene. Aber das Tourenbuch allein für sich ist schon mal meiner Meinung nach was Wertvolles. Und wer jede seiner Bergtouren darin dokumentiert, wird am Ende eines Jahres oder vielleicht auch am Ende eines Jahrzehnts eine sehr, sehr schöne Erinnerung in einer sehr, sehr schönen Buchform haben und kann dann quasi wie in einem echten Buch nochmal ein bisschen in der Geschichte blättern. Und das finde ich persönlich sehr schön. Abseits von all den praktischen, wichtigen und sicherheitsrelevanten Dingen, die mit so einem Tourenbuch oder einer Tourendokumentation verbunden sind. In diesem Sinne, schreibt mir bitte gerne in die Kommentare, ob ihr heute schon ein Tourenbuch verwendet und wenn nein, ob ihr jetzt vorhabt, eines euch zuzulegen und wenn nein, warum eigentlich nicht? Und wenn ja, freut mich das sehr. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil!